Und dann bist du traurig. Nee, ich sage auch, dass ich nichts von der Beute haben will. Ich will einfach nur Spaß an der Freude haben, damit ich dann im Endeffekt sagen kann, sie haben mich gezwungen, es war so grauenhaft. Und dann lache ich mir ins Fäustchen, weil ich mir dann so denke, so, ich habe ihnen geholfen. Aber das weiß niemand. Ich bin böse. Weißt du? Komme ich jetzt schizophren rüber? Mache ich dir Angst? Nein, nein, nein. Nein? Keine Sorge. Schade. Macht die Situation Angst, dass ich nicht weiß, wann Tag wird und ich hier immer noch unten drin feststecke. Ich verstehe. Weißt du, was schön an der ganzen Tatsache ist, dass ich mit jemandem aufnehme? Ich kann husten, so viel ich will. Du hast mal gehustet? Ja, ich habe zwischenzeitlich habe ich mich schon zweimal oder dreimal gemutet zum Husten. Ach so, wieso mutest du dich? Weil ich mein Let's Plays ja sisse? Nee, eben nicht. Ich mute mich nicht im TS, sondern ich mute mich mit meinem Mikro. Ah, aber ich habe dich trotzdem nicht husten hören. Siehst du? Weil das nämlich TS und Aufnahme mutet. Oh, das ist aber genius gelöst. Ja. Das ist der Grund, warum ich auch mit Open Broadcaster Software aufnehme und nicht mehr mit Dextery oder so. Oder weil da habe ich dann meistens immer Audacity mitlaufen lassen. Und wenn ich das gemacht habe, dann ging das nie. Brauchst du bei Dextery ja gar nicht. Ja, das weiß ich, aber ich habe es trotzdem zur Vorsicht gemacht, weil ich paranoid bin. Ach so. Ja, was bin ich nicht? Weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Nee. Hast du ein Pferd? Oh mein Gott, übertreib doch mal. Nein. Was denn? Aber ich habe zwei Zombies und ein Skelett und von hinten auch ein Skelett. Ja, es läuft. Warum habe ich dir den Sattel anvertraut? Warum habe ich dir nicht einfach eine Gurke hingeworfen? Weil ich ein guter Mensch bin. Ich werde diesen Sattel... Wann gibt's eigentlich mal Gurken in Minecraft? Die kommen nie rein. Gurken gab's nicht im Mittelalter. Musste erstmal abhaken. Ich will Gurken. Minecraft soll ja mittelalterlich gestaltet werden. Ach so. Jetzt kommt Microsoft dazu und plant Hochhäuser, Technik und was auch immer. Gurken wären schön. Ich hätte gern Gurken. Na, als nächstes kommt erstmal eine Xbox in das Spiel rein. Ach so. Ja. Stimmt das echt, dass Microsoft da jetzt beteiligt ist? Ja, ja. Alter Scheiße. Die haben Mojang aufgekauft. Ohne Witz jetzt? Ja, ja, die haben eine Firma. Deshalb ist ja, glaube ich, Notch war das, der zurückgetreten ist und dann noch ein paar andere Leute. Nein. Und dieses Bucket oder was auch immer, wo die meisten Server drauflaufen, die haben auch aufgehört. Was? Bucket wurde eingestellt? Ja. Nein, ohne Witz jetzt? Ja, aber verarsch mich nicht. Es gibt eine Ersatzversion. Mit der 1.8 wird es nicht mehr, glaube ich, weiterentwickelt. Na, scheiße. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich schon, weil wir einen Server geleitet haben. Geleitet haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin zwar manchmal bei den Besprechungen da, aber dann mute ich mich und mache irgendwas anderes. Ich war ewig bei einer Besprechung nicht dabei, weil ich bin so admin und so, aber dann denke ich immer so, Leute, der Server ist sowieso... wenn das der Wanted Koks hört, dann ist er bestimmt ganz doll sauer auf mich. Nein, der hört das bestimmt. Aber dann so, ja, Besprechung, und dann bin ich so die ersten 10 Minuten oder so da. Minecraft fängt an zu laggen. Voll uncool. Oh, okay, dann sollte ich aufhören zu erkunden. Nee, das liegt nicht mal an dir, das liegt an meinem Minecraft. Ach so. Das macht es manchmal. Dass deine Festplatte voll ist, da wir schon 30 Jahre aufgenommen haben. Die und voll, ich bitte dich. Die ist nie voll, es sind 3 Terabyte. Wie soll ich die voll kriegen? Also ich bekomme meine 1 Terabyte sofort voll, wenn ich mit Dextory eine Stunde aufnehme. Was? Ja, ich glaube, die Aufnahmen sind zu groß. Ich weiß nicht, wieso. Geringfügig, weißt du? Geringfügig. Ja. Ich habe vergessen, worüber wir geredet haben. Ja! Scheiße. Ach genau, über den Server. Und dann denke ich mir so, okay, dann gehe ich da mal so hin. Und dann höre ich den so zu und dann denke ich mir so, langweilig, und mute mich und spiele League of Legends oder so. Oh. Ja. Wollen wir Fragen weitermachen? Die nächste Frage stelle ich. Okay, haben wir noch Fragen? Ja, jetzt kommt nämlich Grüße. Ganz kurz. Von der Schacki. Grüße. Ja, ich glaube, das sind jetzt genug Fragen. Grüß doch mal zum Schluss meinen Roman Schatzi Schmatzi von mir, falls er zuschaut. Grüß. Schacki? Hört sich an wie Shakira. Ist eine Sängerin gewesen. Ja, ich weiß, ich bin nicht blöd, Spasti. Ja, vielleicht bist du nicht von gestern. Das ist, wer weiß. Ich bin schon ziemlich von gestern. Ach so, okay. Welche Spitznamen haben euch eure Freunde gegeben und wieso? Wo hast du die Frage hergefunden? Tja.
Du hast sie bestimmt von Ask.fm geklaut. Zufallsfrage. Oh, höchstwahrscheinlich. Ja. Und Spitzname? Ja, du fängst an. Auch wenn du die Frage zwischenzeitlich, gestellt hast. Nee, zwischenzeitlich war es Jelly, warum auch immer. Und dann hat sich Shelly zu Jello umgeändert. Und jetzt ist mein Spitzname bei manchen Menschen Jello. Warum auch immer. Wieso Jello? Ich habe keine Ahnung, das ist in London entstanden. Seitdem heiße ich bei WhatsApp auch Jello. Jetzt musst du reden, weil ich muss mir was zu trinken einschütten und so. Deswegen musst du jetzt die Entertainment-Person. Mein Mund ist trocken und... also, ich mich jetzt zurückerinnere... Bevor ich Sepp genannt worden bin, wurde ich Seb genannt. Das ist traurig. Man kürzt auch eigentlich den Namen immer mit B ab, was ich eigentlich weiß. Und das ist auch eigentlich ganz normal, aber irgendwann kam ich halt einfach dazu, den Namen mit P abzukürzen. Wow. Weil halt einfach jeder den Namen. Ich hab mich gar nicht verschluckt. So, jetzt geht's wieder. Ich sagte ja, gerade, wow, ja. Mensch, das ist ja wirklich sehr individuell. Ja. Ja, ja. Jetzt weiß auch niemand, wie du mit Vornamen heißt, weil das merkt man ja auch gar nicht. Da gab es auch gewisse andere Leute auf einem anderen TS, die mich Seppel nennen. Gewisse andere Menschen, die das die ganze Zeit tun und komisch sind und mit denen ich auch manchmal LOL spiele. Ja, das war's, glaube ich. Sepplinchen. Sepplinchen aber nur, weil ich eine Wette verloren habe. Ah, deswegen heißt du so bei... Ja. Ich würde mich nie freiwillig so nennen. Ja, ich fand das auch ziemlich strange, aber ich wollte es nicht hinterfragen. Jedem ja. das, nee. Jeder Jedem soll so machen, sein. Wie er will. Kannst ja. du dich aussprechen? Kannst Nein. Ey, ich finde kein Pferd. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ja, welches denn? Die Stute, die Ute, die Stute. Ute, die Stute. Ute, die Stute. Wow, 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 wow. Oh, ich rast voll ab, Mann. Da schreibt jemand meinen Namen und das ohne Doppel-L. Ich hasse das. Entschuldigung. Ja, wer denn? Weiß ich nicht. Lese ich gleich vor. Erst muss ich weiter hochscrollen. Es sind noch 13 Menschen bis da oben hin. Und zwar, den Rest meiner Fragen frage ich dann wenn anders, sonst denke ich, wird ja, die das 13 falsch. Die meisten Menschen sind diese Abstimmung-Votes von dem Hashtag. Und Ari schreibt, warum spielst du nie mit mir Minecraft, Bitch? Das macht mich traurig. Es tut ja. mir leid. Hashtag Ingame-Tweet. So, ne, ganz wichtig, Luis möchte immer noch, dass wir über sexuelle Verwahrlosung reden. Nein, nein, nein. Bist du sexuell verwahrlost? Sexuell verwahrlost. Erstmal müssen wir die Definition von... Weißt du, woran ich bei sexuell verwahrlost denken muss? Ja. An einen Steinzeitmenschen, der überall Haare am Körper hat. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Weißt du, wer dem Steinzeitmenschen ganz ähnlich sieht? Gronkh. Entschuldigung. Das war voll böse. Aber ich persönlich weiß, dass es das Gegenteil ist und... Also, nicht das Gegenteil ist, aber ich weiß ganz genau, dass er nicht sexuell verwahrlost ist. Ich habe nichts gesagt. Nein, wir werden aber diesen Begriff nicht weiter definieren, weil... Hast du Angst vor sexueller Verwahrlosung? Stell dir mal vor, ganz Deutschland würde sexuell verwahrlosen. Das bedeutet, dass keine weiteren Nazis, Deutsche produziert werden könnten. Ja, das würde uns aber ziemlich einschränken und wir würden alle aussterben. Und dann würde eine neue Ära einbrechen, und zwar die Ära der Bernhards. Bernhard! Ja, ich hab den Block gesetzt, den sehe ich gar nicht. Ist ja komisch. Kann ich mehr rennen. Ich werde bald verhungern. Da ist ein Block, ich sehe den nicht. Oh, den nächsten sehe ich auch nicht. Irgendwas läuft hier gerade mit dem Server falsch. Bleib da jetzt stehen und warte. Ich habe Angst. Ich glaube, der Block wird nicht erscheinen. Oder wir fliegen jetzt vom Server und ich bin tot. Ja, ich glaube auch, weil du so weit wegläufst, sparst. Aua! Du bekommst Schaden, ich verhungere. Es ist soweit. Idiot! Okay, weiter hochscrollen. Oh, nee, der Server ist ja auf ganz easy gestellt, okay. Mhm. Datschill ist auch noch Datschill ohne I. Ja. Ich glaube, das soll Datschill heißen. Datschill. Ja. Datschill. Datschill. Leute haben es mit Datschill. Das hört sich komisch an. Datschill hört sich komisch an. Datschill.
Seppschel? Zischel. Oh Gott, nein. Nein, nein. Definitiv das Zischel. Und yes, mein Hashtag wurde übernommen. Das ist Tremi oder so. Tremi, weiß nicht. Und dann wurde übernommen Hashtag das Zischel. Hashtag Zischelarmy. Und jetzt muss ich es leider anschreien. Mit Zischelarmy. Nein, weil es nur mit einem L geschrieben ist. Mit Doppel-L. Wieso? Wieso nur? Jeder hat immer eine Army. Nur ich habe eine Community. Das ist traurig. Ja, ich bin auch gerade total davon begeistert, dass ich eine Army habe. Normalerweise war es die Panda-Armee. Früher, damals. Damals, früher. Damals, als meine Abonnenten angefangen haben, Nela Pangli zu beleidigen, weil sie mich ignoriert hat. Okay. Weißt du, wenn ich das Leuten in meinem sozialen Umfeld erzähle, dass meine Abonnenten Pro7-Moderatoren bzw. ehemalige Pro7-Moderatoren beleidigen, fühle ich mich schon echt wie so ein echter Gangster. Dann kannst du damit in der Schule angeben. Ja. Tja, meine Abonnenten, ja, die. Ja, ja, die beleidigen hier TAF-Moderatoren. Nur, ja. Passt mal bloß auf hier. Und schicke ich die in deine Hood. Dann hauen die dir aufs Maul. Aber das war nur eine einzige Abonnentin, die das gemacht hat. Und ich liebe dieses Mädchen. Was und hat sie seitdem, geschrieben? Anscheinend hat sie was Tolles geschrieben. Sie hat geschrieben, wenn die Fotze von Nela Pangli jetzt mal auf Zischels Tweets reagieren würde oder sowas. Das war während Last Man Standing. Seitdem, okay, das, ja. Seit dem ersten Last Man Standing haben Nela und ich so ein Ding am Laufen. So frei nach dem Motto, sie ignoriert mich jedes Mal. Und vor dem einen Last Man Standing haben wir uns noch darüber lustig gemacht, dass es so eine Art Tradition geworden ist. Okay. Ich mag sie trotzdem nicht. Aber ich glaube, diese ganzen TAF-Moderatoren sind etwas komisch. Waren die nicht alle etwas durch den Wind? Das könnte gut möglich sein, ich weiß es nicht. Ich schau mir den das anderen Ganze hab ich an. Keine. Ich auch nicht. Aber das fand ich voll doof. Ich habe neue Tiere gefunden. Aber seitdem das passiert ist, weiß ich, wie das Mädchen auf Twitter heißt. Also nicht Nela, sondern die das geschrieben hat. Das werde ich mein Leben lang niemals vergessen. Oh, dann kannst du den Namen ja jetzt öffentlich preisgeben, sodass sie jeder anschreiben kann. Soll ich dir auch noch ihre Telefonnummer und Adresse sagen, ja, die ich jetzt noch herausfinde? Ja. Nee. Sag mir nicht, die hat sie da hinterlassen, das wäre echt traurig. Das wäre ganz lustig. Ich habe eine Sheep-Army gefunden. Respekt. Sollst du aber nicht. Wo sind die Pferde? Was kannst du eigentlich, hä? Weiß ich nicht, ich finde keine Pferde. Ich bin sogar gerade in der Steppe und ich finde keine Pferde. Wie ist das Steppe? Die Steppe. Ich weiß es nicht, wie sehen die Bäume denn aus? Das sind keine Bäume. Oh. Das ist der Knackpunkt. Ha, Knackpunkt. Nee. Es tut mir leid, bitte töte mich nicht. Ja. Ja, nee. Komm langsam Hunger. Aha. Ja. Aber reden wir gerade von Real-Life-Hunger? Ja, Real-Life-Hunger. Ich will aber erst noch ein Pferd finden. Boah, ne, ganz ehrlich. Wenn du ein Pferd gefunden hast und wir diese Aufnahme beenden, nachdem du das Pferd hierher gebracht hast. Ja. Da mache ich mir echt was zu essen. Dann gehe ich in die Küche, ne? Und was, wenn ich kein Pferd finde, heißt das, dass wir die ganze Nacht dann aufnehmen werden. Ja, und verhungern. Ich habe Dorfbewohner gefunden, ist das ein Ersatz? Nein. Okay, soll ich dir Karotten mitbringen? Nein. Ist das zufällig in der Wüste? Nein. Das Dorf, schade. Es ist ungelootet. Ach so. Also nichts mitnehmen. Doch, loote. Hä, du hast gesagt, nein, wenn du lootest, dann hasse ich dich, dann blockiere ich dich, dann... Ja, da hast du wohl recht, dass ich das gesagt habe. Weißt du, ich setze gerade die ganze Zeit unsichtbare Blöcke, weil ich es lustig finde. Es kann sein, dass dein Texture-Pack kaputt ist oder du 64er-Blöcke setzt. Was auch immer das für Blöcke sind. Ich weiß nicht, bis zu der einen Stelle da drüben geht's und ab hier drüben werden sie unsichtbar, aber das ist mir jetzt egal. Warte, kannst gleich... du da noch mehr Blöcke platzieren? Ich sehe ja das Kästchen drumrum. Ach so. Deswegen platziere ich die einfach weiterhin. Einloggen. Ja, richtig. Ich dachte mir nämlich eben gerade so cool. Wenn ich die fertig gesetzt habe, gehe ich kurz vom Server und gehe dann wieder drauf. Ja. Dann stürzt der Server. Nein, wird er nicht. Oder er wird wirklich abstürzen und wir können erst wieder drauf, wenn die Blöcke wechseln. Das wäre wiederum ziemlich traurig.
Meine Rede. Das wäre einfach nur so typisch Minecraft. Das könnte sein, das ist nämlich auf vielen Servern passiert. Oh ja. Aber auf vielen Modpack-Servern, die ich kenne. Typisch Modpack, ey. Ja, immer verbuggt hier. Ausloggen. Okay. Draufgehen. Ich bereite mich schon vor, dass der Server abschmiert. Nein, Anmeldung fehlgeschlagen, ungültige Sitzung, Versucherspiel neu zu starten. Nein! Ja, jetzt musst du leider die Aufnahme kurz stoppen. Machen wir danach weiter? Ja, wieso nicht? Ausgezeichnet. Gut, dann Cheerio, bis gleich. Bam. Ja, du hast diese Aufnahme jetzt mit einem neuen begonnen. Ja. Seht mal, ich habe die Blöcke genau richtig gesetzt, obwohl ich nichts gesehen habe, ja? Und ihr habt auch nichts gesehen. Ich habe hier so richtig pro-like einfach voll einen vom Stapel gelassen. So richtig fett. Fett. Nee. Das können wir nehmen. Oh, das Minecraft-Lied, beziehungsweise das Lied, was ich immer so im Hintergrund laufen habe, das erinnert mich einfach an das eine Minecraft-Video, was ich geschnitten habe. Für unsere Turmbau zur Babel-Map. Okay, weiß nicht, von was du für eine Map sprichst, aber ich habe mich gerade 30 Mal in meinem Satz versprochen, aber du hast, glaube ich, den Sinn daraus verstanden. Nein, ich habe nur Verhaspeln gehört. Ja. Was für eine Map meinst du? Turmbau zur Babel. Turmel zu Babel. Turmbau, nicht Turmel. Wer ist Turmel? Was hast du gesagt? Nein, Turmbau zu Babel. Ach so. Weißt du jetzt, was Turmbau zu Babel ist? Nö. Nö. Na, aber klar, ne? Ich weiß gar nichts. Weißt du, was du bist? Lügen tust du. Hallo, Internetkultur, Gronkh und Sarraza, Rumpels Projekt, LPT Live? Was? Was ist LPT? Wieso, mein Dicht, kann man nicht essen, wer Gronkh. Was ich du? Ich verfolge gerade 5 Schweine. Ohne Grund. Ich die wollen nicht essen. Oh, Idiot. Das sieht aber so cool aus. Ich habe eine ganze Schwein-Army. Auch cool aus. Warum heißt meine Community eigentlich nicht Schwein-Army? Nee, da würde ich mich irgendwie beleidigt fühlen. Nein. Doch, nein. Doch. Nein, aber Zische-Army klingt auch voll blöd. Muss ich hier mal an LeFloid-Army denken und dann denke ich mir so, nee. LeFloid Army? Nee. Also bist du beleidigend gegenüber anderen Menschen. Ja. Okay. Deswegen passt Zische Army eigentlich gar nicht. Dann nennst du. Und eigentlich heißen meine Abonnenten ja auch Pandas. Hey cool, ich habe ein Villager-Dorf gefunden. Nein, schon wieder? Schon drin. Nein, das ist bestimmt. Ich bin im Kreis gelaufen, 100%. Idiot. Das wäre schon öfters passiert, als ich im Kreis gelaufen bin. Respekt. Nein, ich bin nicht mit Kreis. Warte, was? Nö, was? Watsch. In was für ein Biom ist es diesmal? Nein, ich war hier schon. Nee. Okay, gut. Enttäuschend. Wenn du wiederkommst, ist das Dach fertig. Ja, wahrscheinlich. Falls ich wiederkomme. Ich meine das ernst. Ich meine das auch ernst. Ach so. Ich habe gerade einfach festgestellt, dass ich die zweite Etage gar nicht hätte draufbauen müssen. Jetzt sieht das viel zu pompös und riesig und scheiße aus. Kann es sein, dass du Pferde ausgestellt hast? Nein. Ich habe ja selbst schon Pferde gesehen. Ich glaube, du bist einfach in eine falsche Richtung gelaufen. Wärst du da Richtung Wüste gegangen, wo du deine komische Farm da gemacht hast mit den hässlichen schönen Kakteen, dann wäre das geworden. In der Wüste sind keine Pferde. Hat dir niemand in die Richtung. Wärst du einfach nur in diese Richtung gegangen, dann wäre das was geworden. Okay. Ich glaube, ich bin gleich ungewollt bei uns. Ungewollt? Ungewollt. Weil ich im Kreis laufe. Wo bin ich jetzt überhaupt? Mir ist gerade ein voll schlechter Witz eingefallen. Nein. Cool, da ist eine Wüste. Denn ungespielt ein Kind zeugt, ist das dann ungewollt? Oh Mann. Entschuldigung, ich muss gerade so fett grinsen, ich musste das loswerden. Tut er das jetzt? Ich ertrinke gerade, gell? Ja. Ja, aber auch bewusst. Und gewollt. Ich ertrinke in meinen eigenen Tränen. Ich habe wieder einen Haufen Schafe gefunden. Ja. Ich fühle mich jetzt fast schlecht. Kein Pferd. Hey. Das ist sehr enttäuschend. Was kannst du eigentlich? Bei mir läuft gerade traurige Musik. Die Suche nach Ute. Ute, die Stute.
Suche brauchte mich jetzt gerade erstmal nur 40.000 bis 50.000 Minuten, aber. Mindestens, wenn nicht sogar fast 100. Nein. Ja. Mann, das ärgert mich gerade voll. Hätte ich nach der ersten Etage unten, nach dem ersten Stock da so, ne? Hätte ich da einfach so ein Dach gemacht gleich, ne? Wenn ich da einfach ein Dach gemacht hätte, also so ein Pferd, ne? Dann hätte ich da bestimmt auch genug Platz gehabt. Nee, hätte ich nicht. Für die zweite Etage, für das Ding mit den Kisten, hätte ich nämlich nicht genug Platz für gehabt, ja? Wenn man da nämlich gleich noch so hoch geht, ja? Genauso wie ich das vorhab, ja? Ich hasse es, Leute, die dann, ja, sagen. Ja. Ne? Ja? Ja. Dann kann ich da oben noch dein Dachbodenstübel-Dingens. Übel. Ja. Ich habe immer mehr Angst, von diesem Dach runterzugehen, weil ich mir wehtun könnte. Nein, hätte ich doch nur genug Holz, um hier oben zu craften. Ich bin einmal gestorben. Ungefährlich. Oh. Ja. Eigentlich ist der Nachname so perfekt. Der ist so richtig perfekt. Ungefährlich, ungewollt, was möchtest du noch alles sagen? Siehst du? Das ist so perfekt. Ich wünschte, ich hätte so einen Nachnamen. Unge. Ach so. Das ist ein Nachname. Ja. Hey, das ist doch voll perfekt, Mann. Okay, dafür kann man mit meinem Nachnamen auch Witze machen. Oder anfängt. Oder überhaupt Unge halt als Nachnamen. Ich hab gerade einen schönen Tweet bekommen. Witz, komm raus, du bist umstellt, kann nicht, Tür klemmt. Das ist dein Ernst? Pass auf, der Witz war aber mal ein wenig ungezogen. Wann darf ich mir eine Knarre an den Kopf halten und abdrücken? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin schon so K.O., dass ich Knopf sagen wollte. Weil ich nicht unter Kopf und Knopf unterscheiden kann und nicht mehr reden kann. Scheiße, Alter. Meine niveaulosen Witze machen dein Hirn so kaputt. Alter, scheiße. Wollt irgendwas holen. Ja, genau, ich muss eigentlich wieder neue Polls machen. Wünschte, ich könnte schlafen gehen. Aber du bist nicht hier. Also stelle ich mich jetzt alleine vor dein Bett. Hippes Schneewittchen. Siblinchen. Ja. Heffel. Ich bin das Schneewittchen. Siblinchen. An deinem Bett ist auch ein Schild dran. Ja, ich weiß. Das habe ich schon. Enderman. Ich guck ihn nicht an. Ich bin nur total paranoid in Minecraft. Du solltest mal wissen, wie die ersten Folgen aussahen. Die bestanden eigentlich nur aus Rumschreien, weil dein Enderman war. Enderman. Du hast vor einem Enderman Angst. Wieso hast du vor einem Enderman Angst? Ich weiß nicht. Ich gucke auch gerade die ganze Zeit nur auf den Boden und traue mich nicht nach vorne zu gucken. Ich höre den Enderman. Dann mach das so. Hol dir einen Kürbis aus der Kiste und dann schau ihm direkt in die Augen. Geht das dann? Ja. Wenn du den Kürbis aufhast. Doch. Nein. Doch. Trau dir nicht. Doch. Mein Gott, da drüben ist doch ein Enderman. Nein. Dann muss ich aber wieder reingehen. Und ich bin gerade auf dem Weg zu Bernhard. Ich muss trauern. Ich gucke ihn jetzt genau an. Oh, er hat sich weggeportet. Hoffentlich nicht zu mir. Wo ist er? Oh mein Gott. Es ist Tag. Er portet sich komplett in der Höhle. Möchte dich nie wiedersehen. Rest in pieces. Bernhard! Hört sich an wie so ein Horrorspiel. Rest in pieces? Bernhard. Nein, Bernhard. Da ist ein Enderman, ich seh ihn nicht. Guck mal da drüben her. Das ist mir egal, er macht Geräusche neben mir. Ich mag die Geräusche nicht. Mach es weg. Zumal die Geräusche sind einfach 30 Mal lauter als das Spiel selbst. Ja, eben, das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Das ist sinnlos. Gespräche sind immer noch da, ich meine die Geräusche. Mein linker Hand kribbelt. So, jetzt geht's ganz ehrlich, wieder. Ich habe 30 Millionen von diesen Kackschweinen gefunden, aber keine einzige Stute. Ute, die Stute? Ja. Ich geh dir auf die Füßchen! Hast du schon mal ein Hexenhaus gefunden? Ja. Ja, dann ist das, was ich jetzt gefunden habe. Die Dinger sind hässlich und du findest da drin nur Kacke. Kacke. Fick dich, du hast mich und du kommst nicht zu mir, weil du dich nicht traust. Ich hab grad einen Enderman angegriffen, ja? Ich bin Badass Motherfucker. Ich bin ein schlecht hintern Mutterficker. Oh Gott, da kommt wirklich noch eine Hexe raus. Oh Gott. Hexe. Hex, bling, bling. Sepp, spring. Ich bin vergiftet, ich werde sterben.